Klinik unter Palmen, da ist er überhaupt ein bisschen im Stress. Und dann kam diese Gemeinheit. Aha. Und jetzt schauen Sie sich mal diesen netten Herrn an, noch mal ganz genau in Großaufnahme, liebe Zuschauer zu Hause, so als könnte er nie böse werden. Und wir haben ihn wirklich so weit gebracht, dass sein Bewegungsapparat nicht mehr funktionierte. Also sehen Sie hiermit die Rache der Anja Schüte. Der schöne Wolfgangsee, Idylle pur, geschaffen für Fernsehserien aller Art. Vor dieser romantischen Kulisse denkt niemand etwas Böses. Hier dreht Otto Retzer Hochwürden wird Papa. Heute allerdings ist Drehschluss und alle wollen früh nach Hause. Dieses Auto haben wir präpariert. Und hier ist das modernste Navigationssystem der Welt auf dem Weg zu seinem engen Arbeitsplatz. Feierabend für Otto Retzer. Morgen hat er Geburtstag, deswegen will er so schnell wie möglich nach Hause, nach München. Dumm nur, dass bei dem neuen Auto schon der Kofferraum klemmt und der Wagen noch einige weitere Überraschungen parat hat. Fahren wir trotzdem. Unsere Komplizin sorgt dafür, dass Otto Retzer auch den Weg nimmt, auf dem wir warten. Und dann fährt er los. Das gibt's ja nicht. Guten Tag, hier spricht XP3000, das modernste Navigationssystem der Welt. Bitte geben Sie Ihren PIN ein und nennen Sie Ihren Namen. Ich habe keinen PIN. Bitte nennen Sie Ihren Namen. Otto Retzer. Ich wiederhole. Ihr Name lautet Otto Fettsack. Nein. Ich habe Sie nicht verstanden. Nein, nicht korrekt. Bitte passen Sie Ihre Fahrweise den Straßenverhältnissen an. Pass auf. Guten Tag, hier spricht Ihr Navigationssystem XP3000. Bitte nennen Sie Ihren Namen. Otto Retzer. Soll ich Sie duzen oder siezen? Duzen. In Ordnung, dann bleiben wir beim Sie. Bitte geben Sie Ihr Fahrziel ein. Mein Fahrziel ist München. Ich habe Sie nicht verstanden. München. Ich wiederhole, Sie möchten nach Gröningen. Ist das korrekt? Nein, nicht korrekt. Was hat denn der? Grüß Gott. Können Sie sich vorstellen, warum wir Sie anhalten? Nein. Denken Sie mal nach. Ich bin garantiert nicht schneller wie 80 gefahren, das kann ich Ihnen sagen. Weil ich nicht angeschaltet bin wahrscheinlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Papiere bitte. Führerschein, Zulassungsschein, Reisepass bitte. Ich habe keinen Reisepass dabei. Geben Sie mal bitte. Sehen Sie nicht, dass das Auto was hat? Ja, ich habe jetzt den... Du was? Wann ist denn Zulassungsschein? Ich suche gerade meinen Zulassungsschein. Sie, was soll denn das? Ich weiß es doch nicht. Das Auto hat irgendeinen Fehler. Ja. Sehen Sie das Machen nicht? Sie mal den Motorraum auf. Ja, aber... Der brennt ja. Ich weiß auch nicht, wie der Motorraum aufgeht. Was ist denn das für ein Fahrzeug? Ein Peugeot von der Firma Peugeot. Geht denn? Nein. Schnauze es bitte ab! Ja, wie soll ich denn das machen?
warum soll ich das Auto? Kennen Sie das Auto nicht, oder wie? Ich habe das gerade von der Firma Peugeot bekommen. Ja. Und auf der Fahrt hierher, das fängt total an zu durchdrehen. Ja. Hier spricht Ihr Navigationssystem XP3000. Okay. Bitte geben Sie Ihren PIN ein. Stimmt der Name Retzer? Das stimmt, ja. Wie behandeln Sie mich überhaupt? Das und dann die normale Verkehrskontrolle was mit Ihnen? Was haben Sie da hinten drinnen? Drei Golfbags. Hallo? Könnt ihr mal... Ja, bitte schick mir sofort den Reiter her. Hier ist eine Katastrophe, das Auto brennt. Könnten Sie einmal aufmachen, bitte? Koffer? Ja. Was ist das für ein Koffer, oder? Es muss sofort einer herkommen. Ich bin jetzt auf einem Parkplatz zwischen Fuschel und Stoffel. Das schon mal gern. Was muss ich? Das ist ja wie beim Film. Ja. Nach Fuschel auf einem Parkplatz, wo haben Sie Elektronikprobleme, würde ich sagen. Könnten Sie mal meinen Kofferraum öffnen, bitte? Ich kann es nicht aufmachen, begleiten Sie mich. Ein Kofferraum. Kofferraum. Was soll ich machen? Mit? Kofferraum, bitte. Ich kann es nicht aufmachen. Ich zähle schon zusammen, ich weiß schon, was passiert ist. Da wird wahrscheinlich auch noch was drinnen dann. Ja, würde mich nicht wundern. Da haben Sie den Schlüssel und versuchen Sie... Ja, Sie machen ihn auf, bitte. Probieren Sie es hier mal, bitte. Probieren Sie mal, bitte. Ich kann es nicht aufmachen, begreifen Sie mich nicht. Das Auto hat hier... So. Hallo? Ja, Otto, hier ist deine alte Freundin Anja. So, mein Lieber, jetzt bist du dran. Jetzt hab ich dich mal erwischt. Lang habe ich gewartet. Jetzt weißt du, wie das ist, wenn man reingelegt wird, ne? Sag, was ist denn hier los? Ich werd wahnsinnig. Otto? Ich bin in dieses scheiß Auto eingestiegen und es geht alles verrückt, es dreht alles durch. Was ist? Otto? Was steht denn da oben? Otto, bleib ganz ruhig. Frag doch einfach die Polizei, deine Freunde und Helfer, was los ist, okay? Sauer. Jetzt ist er weg. Herr Retzer, herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Hier spricht XP3000. Anja, das muss doch jetzt ein herrliches